Gut, die Spannung in ihren Schultern legt sich und sie fragt ein kleines Lächeln. The World Fire Operative Quarno and his Principi Associate Tola will meet tonight to discuss the details of a business arrangement. Quarno, ein Agent des königlichen Todesfeuers und seine Principi-Partnerin Tola werden sich heute Abend treffen, um die Details einer geschäftlichen Vereinbarung zu besprechen. They have bought out the entire first floor for privacy's sake. Even Gunnar, the proprietor, will excuse himself. Sie haben aus Gründen der Privatsphäre den gesamten ersten Stock angemietet. Selbst Gunnar, der Besitzer, wird sich dort nicht blicken lassen. Only bathhouse attendants will be allowed to remain to ensure their comfort. Nur die Angestellten des Badehauses dürfen bleiben, um ihren Komfort sicherzustellen. Du verstehst? Ja. Was kannst du mir über Quarno sagen? He is a snake in the body of a man. Though he is supposedly the Royal Deadfire Company's man, he always seems to be working some deal on the side. Er ist eine Schlange im Körper eines Mannes. Obwohl angeblich ein Mann der königlichen Todesfeuergesellschaft, hat er immer irgendwelche Dinger nebenher laufen. Irgendetwas, das ich über Tola wissen sollte. Tola is fond of drink, and her tongue flaps loosely when she has had too much of it. Tola trinkt gerne und ihre Zunge wird recht lose, wenn sie zu tief ins Glas geschaut hat. Also die sollte ich besoffen machen. Was soll ich tun? I will disguise you as a bathhouse attendant, so you might observe their meeting. With luck and some cunning, you may be able to discover the details of their special arrangement. Ich verkleide dich als Angestellte des Badehauses, damit du ihr Treffen beobachten kannst. Mit Glück und etwas List kannst du vielleicht die Details ihrer speziellen Arrangements herausfinden. You will not be able to take your gear, but do not worry. Should the situation get out of hand, there will be a stash of weapons hidden in one of the changing booths. Du kannst deine Ausrüstung nicht mitnehmen, aber keine Bange. Sollte die Situation aus dem Ruder laufen, findest du einen Waffenvorrat in einer der Umkleidekabinen versteckt. But I am sure it will not come to that. Aber ich bin sicher, dass es nicht so weit kommt. Aber ich bin sicher, so weit wird es nicht kommen. Sie lächelt breit. Kannst du das nicht selber machen? I have had dealings with Tolar in the past, and I am certain she will recognize me. Hence why I have requested assistance from Director Castle, though it pains me to do so. Ich hatte in der Vergangenheit bereits mit Tola zu tun und ich bin sicher, dass sie mich wiedererkennen würde. Da habe ich Direktor Castle um Unterstützung gebeten, auch wenn es mich schmerzt, dies zu tun. Sie zieht das Gesicht und wendet den Blick ab. Muss ich unbewaffnet sein? Die Angestellten sind hier in der Regel nicht bis an die Zähne bewaffnet. Ihr Mund verzieht sich zu einem neckischen Lächeln. But do not fear. I would not throw you to the wolves. Remember, should you have need of them, there is a stash of weapons in one of the changing booths. Aber keine Bange, ich werfe dich nicht einfach zu den Wölfen zum Fraß vor. Denk daran, solltest du Waffen brauchen, findest du deinen Vorrat in einer der Umkleidekabinen. Okay, ich bin bereit. Klarde. Then you will take your disguise and I shall take your equipment, Ack. Gelade, dann nimmst du deine Verkleidung und ich nehme deine Ausrüstung. Ack, ihre Stimme senkt sich zu einem verschwörerischen Flüstern. Take this rice wine as well. Perhaps you will find use of it, eh? Nimm ebenfalls diesen Reiswein. Vielleicht findest du ja einen Nutzen dafür. Sie zwinkert. Ja, zwei Reisweine halten. Und ja, der dreckige, muffige Zwerg spielt jetzt Badehausangestellter. Oh, wir spielen alle Badehausangestellte. Ah. Ja. Sehr modisch. Kein Kommentar. Ich habe das Treffen gleich im Badehaus ausspielen. Der Brise hat mich mit Reisflaschen versorgt. Offenbar lockert der Alkohol Tolas Mundwerk. Mhm. Hm? Also können wir so wieder hochgehen. Und mal hoffen, dass alles gut geht. Ich mache sicherheitshalber einen Quicksave. I'd be glad to.
Okay. Oder sollte ich es doch hier unten? Machen. Buchhalter und Quarno. Prinzipi. Okay, wir können rumlaufen. Der Buchhalter hat uns was zu sagen. Der ganze Dampf kann nicht gut für die Bücher sein. Okay. Rautanische Wache, Prinzipi. Und das ist Quarno. Quarno lehnt an der Wand des Bades und sieht dich skeptisch an. Er rüpft die Nase und verzieht das Gesicht. Der goldene Reif um seinen Hals und die Juwelen in seinen Ohren glitzern im schwachen Licht. If I grow hungry or thirsty, I will call for you. Until such a time, leave me in peace. Wenn ich hungrig oder durstig werde, lasse ich dich rufen. Bis es dazu kommt, lass mich in Ruhe, wie du wünschst. Okay, in der Umkleidekabine sind Waffen. Hier der Menge Teuche, Zauberstäbe und Zauberbuch mit Kampfspuren. Ach, da ist Tola. Im Wasser. Flatsch. Eine laute Frau mit einer langen, sonnenverbrannten Nase winkt jetzt zum Näherkommen. Ihre Augenlider hängen herab und der Gestank von Spirituosen wabert um sie herum. Ah, what timing? Lounging in all this water is making me thirsty. Ah, du kommst mir gerade recht. Das Faulenzen in diesem Wasser hat mich durstig gemacht. Verbeugen und dir eine Flasche Reiswein geben. Sie nimmt einen kräftigen Schluck und fertigt sie mit einem Rülpsen und Schmatzen ab. Sie mustert dich mit geröteten Augen. Das ist ein Gegenstand von neuen Reiswein. Familiar. Do I know you? Or is it the wine that makes me think so? Du kommst mir bekannt vor. Kenne ich dich? Oder ist das nur der Wein, der mir das sagt? Sie hickst. It's probably the wine. Wahrscheinlich der Wein. Tola starrt dich wankend an, ihre Augen halb geschlossen. Ihr noch eine Flasche Wein geben. Sie greift die Flasche und trinkt sie leer aus, ohne dabei eine Atempause zu machen. Sie schwankt ein bisschen, als sie die Flasche hinlegt und dir ein triefäugiges Grinsen gibt. Du hast den Gegenstand verloren. Has anyone ever told you you're great? Because you are really great. You should ditch this stupid bathhouse. Join my crew. I just got a bunch of fancy new cannons from Quarno. We'll be the terrors of the Deadfire. It'll be fun. Hat dir irgendwer schon mal gesagt, dass du ganz toll bist? Das bist du nämlich. Wirklich toll. Du solltest dieses blöde Badehaus hinter dir lassen. Schließe dich meiner Besatzung an. Ich habe gerade einen Haufen neue Kanonen von Quarno bekommen. Wir werden zum Schrecken des Todesfeuers. Das wird lustig. Kann ich noch etwas für dich holen? Nein, ich habe schon... ich habe schon genug gehabt. Was hast du mit dieser ganzen Feuerkraft vor? Ich werde ein paar Schiffe der Valianischen Handelsgesellschaft in die Luft jagen, die ihren leuchtenden Adra nehmen. Aber pst, nicht weiter sagen. Es ist ein Geheimnis. Sie nuscht ihre Worte betrunken hervor. Was bringt dich in die Nacht des Badehauses? My large friend and I are celebrating a business transaction. But I can't say anymore. Mein Freund und ich feiern einen
eine Geschäftsabwicklung, aber mehr kann ich nicht sagen. Er rollt mit den Augen und wirft einen Blick auf den Amauner, der sich auf der Bank hinter ihr ausstreckt. Ja, Quano hat mir von dir erzählt. Er denkt, dass du wichtig bist. That's because I am. Weil ich es eben bin. Sie gibt dir ein breites Grinsen, bevor sie mit deinem Rülpsen so laut wie ein Kanonenfeuer endet. Seraph fängt kichert leise. I'm no queen of Nekataka, but I do alright. I captain a ship for the Principi. And the big grouchy guy back there, Quano, works for the Royal Deadfire Company. Sometimes, when he's not doing stuff on the sides. Ich bin nicht die Königin von Nekataka, ich komme klar. Ich führe ein Schiff für die Principi und der große, kriegsgrämige Typ da hinten, Quano, arbeitet für die königliche Todesfolggesellschaft. Manchmal, wenn er nicht gerade nebenbei etwas macht. Doing stuff like selling me cannons. That's what we're celebrating. Did I mention that? Tut Sachen wie meine Kanonen verkaufen. Genau das feiern wir gerade. Habe ich das erwähnt? Verbeugen und verlassen. Okay. Dann wieder nach oben meine Sachen abholen. Gut, das ging jetzt relativ einfach, wenn wir eine Schnapsflasche noch mehr mit Schnaps abfüllen. Kann ich meine Sachen wieder haben? Report to Director Castle, once you've learned what you can. Könnte ich meine Sachen wieder haben? Es war ganz, ganz ehrlich. Oder ist alles irgendwie im Inventory gelandet? Also hier. Dann hätte ich ein Problem, alles rauszusuchen. Aber das sieht nicht so aus, als ob das da gelandet ist. Was sagt denn meine Dreckwäsche? Ich habe erfahren, dass Quano die Principi mit hochgradiger Munition versorgt. Ich kann nur Customer nicht erschaffen oder versuche nur mehr herauszufinden. Er wartet auf mich auf der oberen Ebene des Kaufquartiers der Vajanischen Ankergesellschaft. Am Ankerplatz der Königin. Ich kann meine gesamte Ausrüstung abholen, sobald ich das Badehaus verlasse. Nach einigen tiefen Schlucken erwähnte Tola, dass sie einen Überfall auf einen Konvoi der Vajanischen Handelsgesellschaft plant, der leuchtenden Adra transportiert. At once. Ja, kann ich noch was... Oh, wer bist du gewesen? Ja, versuchen wir erst noch was bei ihm herauszufinden. Wenn er mit sich reden lässt. Ich brauche dich immer noch nicht. Er blickt dich finster an und murmelt etwas über übereifrige Bedienstete. Badehaus. Ich wollte mit dir sprechen. Warum will ein Angestellter mit mir sprechen? Ich habe ein paar schlechte Investitionen getätigt und bin hier gelandet. Ich hatte gehofft, mit einem erfolgreichen Geschäftsmann sprechen zu können. Eine schwierige Lage, eine, die mir keineswegs unbekannt ist. Er kneift die Augen zusammen und lehnt sich interessiert vor. Seraph schreit sich durch den Bart, ein leichtes Grinsen im Gesicht. Die Dame dort drüben sieht wichtig aus. Captain Tola ist eine Kreatur der Principi, wenn auch nur eine unbedeutende. Er rollt seine Augen in ihre Richtung und seufzt. In truth, her status matters little to me, for she has the coin to purchase enough munitions to outfit an entire fleet. In Wirklichkeit ist mir ihr Status nicht sehr wichtig, denn sie hat genug Geld, um Munition für eine ganze Flotte zu kaufen. Er zuckt mit den Achseln. Was möchtest du wissen? Was tust du für die königliche Todesfolggesellschaft? Ich verwalte Waffen und Munition, Kanonen, Schwarzpulver und so weiter. Er starrt dich unter seinen dicken Augenbrauen an. Was möchtest du wissen? Wozu brauchen die Principi solch teure Waffen?
Zeig mir einen Mann, der keine schwer bewaffneten Schiffe unter seinem Befehl haben will, und ich zeig dir einen rechten Dunkkopf. Er kichert sich in sich hinein und speist seine Hand auf seiner Brust. And they know when to turn them toward Valian Trading Company ships to get what they want. And some ships, let us say, they are ripe for the plucking.